Jetzt gibt's für euch die Review zu Home mit dem Kollegen hier. Home ist die Geschichte von der Alienrasse der Boos, die sich immer wieder einen neuen Planeten suchen müssen, denn sie werden verfolgt von einem sehr bösartigen Feind. Als sie dann bei der Erde ankommen und feststellen, oh, hier ist es aber schön, begeht, oh, hier unser kleiner Kollege einen ziemlich großen Fehler. Er teilt nämlich dem Feind aus Versehen den Standort mit und so versucht er irgendwie noch zu retten, was zu retten ist, indem er mit Trip, einem kleinen Mädchen, die der Umsiedlung entkommen ist, der Boos, irgendwie noch die Welt zu retten. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Bei einem außerirdischen Volk, den Boos, lebt ein einsamer Kerl namens O. Hallo! Der nur versucht, sich anzupassen. Ich bin Superstar in Boof-Technologie. Oh oh. Doch jetzt... Verhaftet den Boof! ...braucht er einen Ort, wo er sich verstecken kann. Kann ich kommen ins Raus jetzt? Nein. Aber doch, ich kann. Du dafür nur weg musst nehmen, das Stück Holz. März 2015. Meine Freunde nennen mich Tip. Ich bin O. O? Ich wurde diesen Namen gegeben von meinen vielen, vielen Freunden. Morgen. Hi, Leute. Hallo. Von DreamWorks Animation. Was hast du mit meinem Auto gemacht? Es kann jetzt schweben, viel besser. Mein Auto ist verkeimseucht. Das ist mein Haustier. Nanu, es vibriert. Wird es gleich explodieren? Er ist auf der Flucht. Warum suchen die dich? Ich habe ein paar Fehler gemacht. Ups. Er sitzt in der Patsche. Was tut passieren mit meinem Körper? Das nennt man Tanzen. Boofs machen nicht tanzen. Klar, das sehe ich. Wie lange, bis mich das tötet? Und er versucht, gut anzukommen. Du bist ein miserabler Fahrer. Von den Machern von Die Croods und Drachenzähmen leicht gemacht. Hast du wirklich gedacht, du könntest entkommen? Sie wollen alles zerstören hier! Wir geben nicht auf, na komm! Er verändert ihren Planeten. Aktiviere Selbstzerstörung. Nein! Sie verändert seine Welt. Bei Boofs, ich nicht passe rein. Niemand ist perfekt. Deine Fehler machen dich menschlich. Gut, Pipi-Pause. Ich auch muss pausen für Pipi. Mich essen die blauen Bonbons! Zum Glück, da ist eine große Schüssel Limonade. Nicht trinken die Limonade! DreamWorks Home, ein spektakulärer Trip. Shake that thing mit, keiner, keiner, shake that thing mit, Annabella, shake that thing, ja, dana, dana, get jiggy, get drunk, up, percolate, anything you want, forgot it, oscillate, if I don't take me, take. Oh nein, was machen meine Hände? Das nimmt gar kein Ende. Shake that thing mit, ich finde die Grundidee auf jeden Fall cool und ich muss auch sagen, ich finde unsere kleinen Boofs hier richtig knuffelig. Deswegen freue ich mich auch, dass ich aus New York so ein Ding mitbringen durfte. Die Animationen sind insgesamt auch, natürlich DreamWorks Animation, mehr als gelungen. Es ist eine kunterbunte Welt und es ist irgendwie auch sehr charmant zu sehen, dass die Emotionen der Boofs sich auch anhand der Farbe in diesem Moment irgendwie widerspiegelt. Man merkt wieder, dass man versucht, den Menschen mit seinen eigenen Eigenheiten so zu konfrontieren, dass wenn man es von einer anderen Rasse oder einem anderen Wesen sieht, dass man denkt, so, da bekomme ich jetzt aber ganz verrückt satirisch den Spiegel vorgehalten. Insgesamt ist der Film ein bisschen chaotisch geworden. Man hat zwischenzeitlich irgendwie so gar keinen Überblick mehr, so, was wollt ihr jetzt eigentlich? Und ist auch so von der Art und Weise, wie er inszeniert ist, ja, auch ein Animationsfilm wird inszeniert, und geschnitten ist, teilweise so richtig bruchstückartig und man sitzt immer nur so, was passiert jetzt hier eigentlich? Ich habe den Film im Original gesehen, Rihanna spricht dort ja die Trip, die nicht ganz so perfekt, ehrlich gesagt, passt, denn Rihanna, die hört sich eben schon so an, als hätte sie die ein oder andere Party gehabt und spielt gleichzeitig oder leiht einer sehr, sehr braven, unschuldigen Figur die Stimme. Das funktioniert nicht überall, was übrigens auch ein bisschen anstrengend ist, dass gefühlt so die ganze Diskografie von Rihanna, so Best of Rihanna, läuft auch nonstop im Film, eben auch nicht immer passend, wenn so richtig knallende Beats reinkommen. Wir fahren gerade so irgendwie so am Himmel lang mit unserem lustigen Auto und es kommt so. Das ist ein bisschen zu viel. Aber man versucht natürlich eine sehr familienfreundliche Botschaft zu vermitteln. Das ist auch für die so 8- bis 14-Jährigen oder 6- bis 14-Jährigen auf jeden Fall schön und auch durchaus sinnvoll. Aber sind wir ehrlich, so, das trieft dann doch ein bisschen sehr an der einen oder anderen Stelle. Es gibt ein paar nette Gags, man fühlt sich auf jeden Fall gut unterhalten, ist aber jetzt kein Meisterwerk der Animationsfilmgeschichte, aber auch kein Rohrkrepierer. Deswegen gibt es von mir insgesamt, weil ich ihn auch ein bisschen süß finde, solide 6 von 10 Punkten.
durchschnittliche Ware mit ein paar netten Momenten. Also bei dem Film vergisst man ehrlich gesagt auch relativ zügig wieder. Wer von euch jetzt eine andere Review sehen möchte, zum Beispiel zum Film Insurgent, da warten ja auch einige drauf, das gibt es hier unten links. Und wer lieber eine Runde neue Filmfakten sehen mag, die gibt es hier unten rechts. Und dann sehen wir uns gerne bald wieder bei einer neuen Filmkritik oder vielleicht auch bei dem Interview mit Rihanna, Jim Parsons und Steve Martin in Kürze. Hier bei der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.